Wie kann ich bei Cakewalk mehrere Spuren gleichzeitig aufnehmen? Eine sehr gute Frage von Free Cobra. Dann machen wir das doch mal beispielhaft an einer Stereoaufnahme. Und weil Bayernkult auch noch wegen dieser Phasendrehung gefragt hat und es auch sehr, sehr gut dazu passt, machen wir nicht nur eine einfache Stereoaufnahme, sondern eine, wo man nicht nur die Phasendrehung braucht, sondern auch 3 statt 2 Spuren. Und sich das auch noch total lohnt. Jetzt bei Mach's dir selbst. Wir nähern uns übrigens der 500 Subscriber. Ich habe dann endlich einen Community-Tab, wo ich euch mit Texten umfragen, so, wo wir das miteinander verbessern können. Ich freue mich schon drauf. Also, Kanal fleißig abonnieren. Jahuti! Hallo, meine Lieben. Tandy von Töricht hier. Wenn ich mit Cakewalk mehrere Spuren gleichzeitig aufnehmen will, brauche ich Folgendes. Eine passende Software, Hammer mit Cakewalk, und eine passende Hardware. Das heißt, neben einem Audio-Interface mit mehreren Eingängen brauchen wir auch entsprechende Mikros. Für unsere Beispiele nehme ich jetzt mal die hier. 2x ein AKG Kleinmembran, ein Rode NT1A und ein Neumann TLM 107. Ihr braucht aber nicht zwingend diese Mikros. Welche Eigenschaften deine Mikros aber mitbringen müssen, das zeige ich euch gleich. Jetzt brauchen wir aber erstmal eine Signalquelle. Irgendwas müssten wir aufnehmen. Nehmen wir diese Gitarre hier und diesen freshen Jungen, der sie einspielt. Setup Nummer 1 wird ein sogenanntes XY-Stereo. Hierfür nehme ich meine AKG P17. Das sind Kleinmembranmikrofone mit einer sogenannten Nierencharakteristik, sprich, die nehmen den Schall überwiegend von vorne auf. Wichtig! Dafür braucht ihr 2 aufeinander abgestimmte Mikros, sogenannte Match-Pair, wenn ihr gute Ergebnisse erzielen wollt. Und die richten wir dann so aus, wie in dieser Grafik hier. Wie gesagt, müssen nicht die sein, bei Thomann gibt es so Match-Pairs bereits ab 50 Euro. Dabei ist von meiner Aufnahmeposition aus das linke, der linke Kanal und das rechte Mikro für den rechten Kanal. Das linke Mikro schließt ihr nun bei eurem Audio-Interface an. Nehmt dabei einen ungeraden Kanaleingang wie 1 oder 3. Mikrofon rechts an einen geraden Kanal wie 2 oder 4. Das macht durchaus Sinn und ich sage euch auch gleich warum. Fertig angeschlossen, schalten wir noch eine Phantomspeisung dazu. RTFM, meine Lieben. Schaut's noch, ob euer Mikro eine Phantomspeisung braucht oder nicht. In Cakewalk legen wir uns nun 2 Audiospuren an und benennen diese gleich um. Ich weiß, ich bin da selber immer recht schlampig. Ja, und spätestens bei, ja, sag mal, 21 Spuren wird es dann sowieso nervig, wenn die alle nur Track 1, 2, 3 und so weiter heißen. Also, gleich benennen. GitL kriegt als Eingang den, wo mein linkes Mikro dranhängt, also den ungeraden, und GitR den Eingang von Mikro rechts. Bei beiden das Stereopanorama volle Kanne in die jeweilige Richtung. Und die beiden Spuren zusammen verbinden sich dann im Ausgang zu einem Stereobild. Ich kann es aber auch als eine Stereospur aufnehmen und da wird dann das mit den Gerade und Ungerade wichtig. Neue Audiospur anlegen und als Eingang können wir die beiden kombiniert benutzen, indem wir diesen hier auswählen. Ist immer das gleiche Muster, Eingang 1 links, Eingang 2 rechts, Eingang 1 und 2 als Stereo. Eingang 3 links, Eingang 4 rechts, Eingang 3 und 4 als Stereo und so weiter. Ich persönlich bleibe aber bei den 2 einzelnen Spuren, weil ich finde das irgendwie flexibler. Schalten wir die Spuren mal scharf und pegeln gleich nochmal ein, wie ich es euch hier schon gezeigt habe. Und jetzt hören wir mal rein, wie eine XY-Stereoaufnahme so klingt. Und jetzt zum Vergleich das Stereo-Setup mit 3 Spuren. Diese Methode nennt sich Mid-Side, also Mitte-Seite. Die wird etwas anders aufgebaut und braucht auch 2 Mikros, aber 3 Spuren und eine Phasendrehung. Machen wir aber jetzt erstmal die Mikrofonierung. Dazu braucht ihr eins mit Nierencharakteristik. Ich nehme das Rode NT1A und eines mit einer Achtercharakteristik. Da nehme ich meinen Neumann TLM 107. Das Rode wird unser Mittensignal und wird direkt zur Quelle hin ausgerichtet. Das Achter
genau darüber, aber um 90 Grad gedreht und zwar so, dass die Vorderseite nach links zeigt. Beide schließen wir nun am Audio-Interface an, gerade oder ungerade ist gerade egal und deswegen irgendwo rein, wo ihr gerade lustig seid. In Cakewalk brauchen wir erstmal nur zwei Spuren, eine für Mitte und eine für Seite. Umbenennen, scharfstellen, einpegeln und aufnehmen. Wenn ich mir nach der Aufnahme die Spuren aber mal anhöre, klingt das aber so überhaupt nicht nach Stereo. Dazu müssen wir nämlich das Signal umwandeln. Sieht etwas kompliziert aus, aber es ist ganz einfach und hat gegenüber XY einen entscheidenden Vorteil. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Wir haben hier jetzt zwei Spuren. Das Mittensignal und das Seitensignal. Das Mittensignal ist gut so wie es ist, schalten wir mal stumm. Und vom Seitensignal machen wir uns jetzt eine Kopie. Rechtsklick, duplizieren und wichtig, hier den Haken rein, damit auch der Clip mit kopiert wird und nicht nur die Spur. Das Original nennen wir Seite links und die Kopie Seite rechts. Spiele ich das testweise mal ab, hört sich das immer noch nach Mono an, bis ich jetzt die Kopie mit diesem Knopf um 180 Grad in der Phase drehe. Puff, Stille. Aber warum? So eine Wellenform schlägt immer von der Mitte nach zwei Seiten aus. Auf die positive in Cakewalk nach oben oder in die negative nach unten. Beide Tracks zusammen summieren sich und das Signal wird in der Summe lauter. Drehen wir aber die Kopie in der Phase, werden positive Ausschläge zu negativen und umgekehrt und löschen sich somit gegenseitig aus. Wir hören das Signal also gar nicht mehr. Drehen wir die beiden Panoramaregler der Tracks jeweils nach links und nach rechts, Phase natürlich bei der Kopie gedreht, wird das Signal wieder hörbar und auch als Stereo, aber es klingt ganz schön unnatürlich weit. Das Signal kommt ja von unserem Mikro mit der Achtercharakteristik, also alles was von der Seite ankommt wird aufgenommen, alles was von vorn kommt wird bei der Achter so gut wie ausgeblendet. Alles was jetzt von dieser Seite ins Achtermikro gelangt, also hier links, hat einen positiven Ausschlag und alles was jetzt von hier rechts kommt, einen negativen. Drehen wir jetzt davon ein Signal in der Phase, kommt es dann zu diesem unnatürlichen Stereobild. Das können wir aber korrigieren, indem wir das Mittensignal hinzumischen. Und jetzt haben wir ein schönes Stereosignal und das hat auch echte Vorteile gegenüber der XY. Ich kann mit der Lautstärke der Saiten die Stereointensität steuern. Und es ist vollkommen monokompatibel, denn bei Mono-Wiedergabe kommen die Saitensignale aus einer Quelle heraus und löschen sich somit gegenseitig komplett aus. Aber Phasendrehung brauche ich auch noch für andere Sachen. Zum Beispiel habe ich hier eine Stereo-E-Gitarre, diese Wall of Sound, wie ich sie in diesem Video schon aufgesetzt habe. Und da kann es auch manchmal zu gegenseitigen Auslöschungen kommen. Zwar nicht vom ganzen Signal, aber besonders wenn sich beide Signale in Summe zum Beispiel hohl anhören, kann eine Drehung der Phase bei einem Track manchmal echt Wunder bewirken. Einfach mal ausprobieren. Und zur Phasendrehung kann auch für zum Beispiel so kreativen Scheiß total gut herhalten. Beispiel, Spur duplizieren und eine in der Phase drehen und auf dieser automatisieren wir jetzt nun einen Equalizer. Da höre ich dann nur die Frequenzen, die wir hervorheben, also nur das, was nicht exakt gegenläufig ist. Und mehr mit Cakewalk ausprobieren könnt ihr in diesem Video hier und darunter ist wieder was zum Chillen. Ja, und ich bin jetzt erstmal für 3 Wochen weg und bis dahin sage ich Bussi aufs Bauchi-Bärli und Servus.